Was ist für Sie Gier? Vielleicht kommt es daher, dass ich Kunsthistorikerin bin, dass für mich die Gier schon als eine der Todsünden so eingeschrieben ist in mein Bewusstsein. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, merkt man aber natürlich, dass es durchaus was Ambivalentes ist. Also sehr oft führt Gier vielleicht am Ende zu negativen Entwicklungen. Aber es ist eben auch ein Antriebsfaktor, der sich in Begriffen wie Neugier und wissensbegierig niederschlägt, der durchaus auch positive Dinge vorantreibt. Warum ist die Gier ein Fall fürs Museum? Wenn ich hier hinter mich gucke und ich sehe diese Sammlung von Turnschuhen und Sneaker, die aus der Leidenschaft des Sammlers erwachsen ist, dann muss man eben sagen, dass die allermeisten Museumssammlungen auf die Gier eines Sammlers oder einer Sammlerin zurückgehen und deswegen eigentlich im Grunde gesagt auch auf Gier beruhen. Und die Gier ist absolut ein Thema für ein Museum wie dieses, ein Haus der Geschichte, weil Gier Geschichte geschrieben hat, weil Gier Geschichte verändert hat, weil Gier Geschichte geprägt hat und weil sie dafür gesorgt hat, dass wir die Gesellschaft heute so haben, wie sie ist. Ich finde, es ist die große Chance auch dieser Ausstellung, dass man sich mit dem eigenen inneren Antrieb beschäftigt und überlegt, okay, wo ist mein, wie gehöre ich auch zu diesem System der Gier? Was war jetzt für Sie das beeindruckendste oder bemerkenswerteste oder vielleicht auch überraschendste Objekt? Ganz besonders spannend finde ich die Ausstellung an den Punkten, wo das Positive der Gier in das Negative umschlägt und wo die Neugier am Anfang steht und sie am Ende dann sozusagen, ja, vielleicht unkontrolliert oder durchaus auch kontrolliert in was Negatives umschlägt. Und da ist sicherlich die Figur des Chemikers Fritz Haber beispielhaft, der in Karlsruhe aus Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak entwickelt hat und damit einerseits die Düngermittelherstellung für die BASF revolutioniert hat, also positiv, und dafür auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Und ich finde es besonders schön, so eine Urkunde hier auch mal sehen zu können in der Ausstellung. Andererseits wurde dieses Mittel, das Ammoniak, dann auch dazu verwendet, Sprengstoff und Chemiewaffen herzustellen. Und an dieser Herstellung war Fritz Haber eben auch beteiligt. Das ist ja immer wieder eine Diskussion, die wir ja auch in verschiedenen Formen in der Literatur, auf der Bühne, in der Kunst immer wieder diskutiert haben. Was passiert mit dem Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin, die dem Drang nach Erkenntnis folgend aus einer Erfindung, die zunächst mal positiv ist, schließlich was Negatives wird, was dann eben im Dienste des Krieges dazu genützt wird, möglichst viele Menschen zu ermorden, während die Erfindung zunächst dafür da war, möglichst vielen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Wo ist Gier eine Gefahr für die Gesellschaft und wo ist Gier Antrieb für die Gesellschaft? Ja, wahrscheinlich ist es schwierig, diese Grenze genau zu beschreiben. Man kann möglicherweise sagen, sie wird negativ in dem Moment, wo sie jemand anderem schadet, wo die Gier über das rein Individuelle hinausgeht und andere Systeme oder Personen oder Situationen mit einbezieht. Aber man merkt auch in dieser Ausstellung, dass man reingeht mit der Vorstellung, dass man ziemlich genau weiß, was Gier ist und wie man sie bewertet. Und dass man dann im Einzelfall doch in die Situation kommt, zu sagen, hoppla, ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, wo ist das, was wir moralisch gut und was wir moralisch schlecht finden in der Geschichte, weil all diese Dinge, die schillern, die nicht eindeutig sind, ja, das Faszinierende sind.